Hallo und willkommen zurück zu The Evil Within, Leute. In meiner sicheren Ecke werde ich jetzt den Megatypen da hinten erledigen müssen. Ich habe keine Ahnung, wie. Ich habe ein bisschen Schiss vor dem, der geht hier so lang. Was ist mit den Fallen? Wie werden die ausgelöst? Wie ist seine Latschroute? Ja, so kann man es natürlich auch machen. Okay. Wo sind welche? Und was mache ich jetzt? Und wo bin ich überhaupt? Und da ist noch ein Schrank, da würde ich auch gerne lang. Und da liegt auch noch was, aber... Was ist, wenn ich jetzt einen Fehler mache? Dann muss ich alles nochmal machen. Okay. Ist da was? Wenn ja, dann... Kommt der hier immer rein? Boah, ich habe keine Ahnung. Ne? Ist da was im Schränkchen? Moni, Moni! Moni ist immer gern gesehen. Ich nehme mal noch eine Flasche. Ich weiß nicht, was hier auf uns zukommt. So, unten habe ich gerade nichts gehört. Okay, da unten latscht er lang. Da ist eine Falle. Okay. Wenn ich die Leiter jetzt benutze, ist das gut oder schlecht? Gut oder schlecht? Bleibe ich erstmal hier oben? Also ich kann die Leiter nehmen, aber ich weiß nicht, ob ich die Leiter haben will schon. Ich schleiche mal weiter. Keine Ahnung, was mich hier erwartet, aber da liegt noch was. Hier ist auch noch eine Leiter. Ich glaube, ich nehme lieber die Außenleiter, oder? Okay. Kannst du mal die Axt hier oder was da liegt mitnehmen? Nee? Boah. Okay, du hast eine Fackel. Ich habe keine Ahnung. Echt nicht. Ich habe echt Schiss, dass wenn ich da... Der ist so... böse laut. Nimm die mal. Keine Ahnung, wo wir hier hinkommen. Ach, hier. Hier waren wir doch schon. Okay, dann gehe ich wieder nach oben. Dann gehe ich wieder nach oben. Was gemein ist an diesen Viechern, ist halt auch einfach, dass sie ja auch, glaube ich, weiß nicht, ob die auch Leitern kletten könnten, aber warum sollte ich das überhaupt anzünden? Wieso? Wahrscheinlich, weil mich vielleicht doch einer verfolgt hier noch. Wo ist er? Der müsste doch irgendwo da unten rumlaufen. Ich weiß es nicht. Wo ist er? Da! Okay. Da ist ein Schwein. Okay, die Leiter kann ich halt immer wieder gehen, oder? Scheiße, ich brauche Deckung. Ja, dann lauf. Kommt denn da? Kommt denn da was? Weil Deckung und so laufen da jetzt unten welche rum. Der eine ist da ja irgendwie angeschnallt oder was, ne? Aha. Dann gehe ich nochmal runter und guck jetzt. Der da hier den Larry macht. Was
es mit dem Larry-Mach-Typen? Das. Nein! Oh nein. Aber was ist mit Bomben entschärfen? Ich kann die doch entschärfen. Oh, jetzt bin ich gestorben wegen so einer Scheiße wieder, ne? Einmal nicht aufgepasst mal wieder. Bin ich irgendwo reingetreten oder gegengelaufen? Mittlerweile weiß ich ja, dass es oft auch meine eigene Schuld ist. Alles scharf, scheiße. Na, kommt hier einer wieder, oder? Ist so toll, dass man alles nochmal machen darf. Schnell weg! Ah, jetzt kommen sie alle. Ich bin ja schon ein Bett weiter. Aber die Leiter ist ja nicht unten, also da komme ich ja nicht wieder hoch. Mittlerweile weiß ich wenigstens, dass da oben nichts war eigentlich. Bis zu dieser komischen Scheune bin ich schon gekommen. Können die mal reinkommen? Können die mal richtig gucken, was hier los ist? Na kommt. Gibt lecker Fresschen unterm Bett. Da. Aber das ist nur einer, oder? Voll die Polizistin. Was ist nur los, ey, mit den Leuten? Das war meine Polizistin. Da ist doch noch einer, oder? Der zweite? Gott, die machen, wie die Tür noch aufmachen. Krass. Okay, der ist weg. Ja, dann. Kommen wir doch glatt mal raus. Okay, er geht weg. Ja, dann geh mal. Krieg ich dich schön von hinten. Polizistin ist oben. Wenn da was war, dann Pech. Weil, ne? Pech. War hier nicht meine sichere Ecke? Oh. Nee. Da passe ich auf. Wo ist der andere? Nein. Da ist mein Drink. Den nehme ich nochmal mit. Und dann beginnen wir genau da, wo wir aufgehört hatten. Es ist ja auch gar nicht der Laute. Der Laute ist hier in der Scheune. Kann ich einfach nichts machen, oder? Nee. Nee. Okay. Könnte natürlich auch unten bleiben, aber... Was soll ich machen? Ich habe hier noch zu tun. So. Hier war noch was im Schrank. Die Muni, die nehmen wir noch mit. Ist wichtig. Die Flasche nehme ich auch wieder. Oh oh, oh oh. Warum? Die war doch hier auch vorher nicht. Da war doch keine Bombe vorher, oder doch? Oh, ey, leck mich. Ich bin hier vorher immer rumgeschlichen nur. Wird das irgendwie ausgelöst durchs Laufen? Ich bin da noch irgendwie nicht fit. Ich, boah. Gibt's nicht auch einen schnelleren Weg? Kannst du nicht hier mal rüberjumpen? So blöde, ey. Okay. Wieder unters Bett, kennen wir ja schon. Wir warten auf die Polizisten-Zombie-Tussi. Weil wir sparen ja wenigstens Munition dadurch. Jetzt weiß ich wenigstens, wie es läuft. Also, jetzt geht sie hier vorbei, gehen wir ein bisschen schneller. Und dann macht sie auch schön die Tür hinter sich zu, was ich auch nett finde. Dann können wir in Ruhe raus, gehen hinter dem Typen hinter der Treppe her. Und dann ist halt die Frage, Scheune, ja, nein. Von wo aus raus, wo überhaupt hin? Er lenkt die ab und wir? Ja. Wo sollen wir hin?
Das ist aber eine andere diesmal. Das ist keine Polizisten-Zombie-Frau. Genau. Sehr schön. Und tschüss. Okay. Wo ist er? Okay. Nee, das schaffen wir noch nicht. Nee, ich stehe schlecht. So, kann sich mal umdrehen. Ich hasse sowas. So, er soll mal wiederkommen. Kommt er noch weiter hierher? Ich hoffe nicht. Dreh dich um. Dreh dich um. Sehr schön. Ja, gut. Das kriege ich wenigstens noch weiterhin, wie gewohnt. Ich habe wieder die Granate mitgenommen. Schnell raus. Wenigstens den einen nehmen wir immer mit. Was mache ich denn jetzt bloß? Okay. Ich meine, ihn von hinten aus schalten ist ja sicherlich auch nicht so super schwer, ne? Aber irgendwie will ich es auch nicht eingehen, das Risiko. Er ist hier extrem laut. Ich weiß nicht, ob ich hier alles gerade komplett falsch mache, aber... Ja, genau. Alles mitnehmen. Ich schleiche auch mal wieder. Irgendwo da ist das Ding, ne? Wenn ich das jetzt verkacke, was dann? Ich glaube, das geht über so ein... ne? Wenn ich schleiche? Gut, okay. Also wenn ich... oh, oh. So, war jetzt hier nicht die... hier war die Leiter. Können wir zumindest mal runterlassen. Keine Ahnung, ob das eine dumme Idee ist. Keine Ahnung. So, die Strecke kennen wir ja noch. Muss ich nur aufpassen. Wenn hier sonst keine Bomben mehr sind, dann... Ich habe jetzt immer Schiss, dass ich hier in irgendwas reinlaufe. Okay, das war voll. Gut, dann wieder das hier. Ja, aber dann sagt er wieder Scheiße und ich weiß gar nicht, was los ist. Da ist wieder so eine Bombe. Wenn ich die nicht entschärft kriege, was dann, ey? Dann... Ende. Kannst du da irgendwas machen? Kannst du den nicht anzünden, ey? Damit der mal so eine Klappe hält? Boah, der ist so laut, der Typ. Okay, was ist da? Hier waren wir noch nicht. Okay. Okay, okay. Mach ich mal besser zu, damit ich da nicht selber reinlaufe. Teilweise kann man sich ja freuen, wenn hier welche liegen, weil die Typen dann platt gemacht werden. Und in dem Fall... was ist hier in der Kiste? Nix, kann man nichts machen, okay. Ich weiß gar nicht, ob mir die Flasche in irgendeiner Weise hilft im Kampf, wenn mich einer angreifen würde, weiß ich nicht. Verstehe auch einfach nicht, warum man nicht eine Axt als Nahkampfwaffe hat, aber... Oh, den sollte ich anzünden, oder? Ja, der wäre aufgewacht. Oh, oh, und der wacht auf. Na, prima. Ja, super. Dann habe ich den Salat ja jetzt. Oh, oh. Nein, das wird nichts. Sehr schön. Oh. Haha. Abgehängt. Vielleicht. Kommt er mir hinterher? Können die Leitern laufen?
klettern. Komm mal her. Kannst du kommen? Der kommt. Der läuft mir jetzt hier rein und dann zünde ich den an. Komm mal her. Ja, komm. Ja, komm, komm. Ich bin hier. Ja, ja, ja. Hier. Der kommt ja von allein. Brauche ja meine Flasche nicht verschwenden. So. Ja, jetzt. Gut, wenn er sich umdreht, können wir ihn tatsächlich auch schleichend ausschalten. Aber wenn er doch hinter uns herläuft, dann haben wir die Falle. So oder so kriegen wir den. Ach, den kriegen wir. Aber krass, dass die halt die Leitern auch hochgehen können, weil das bedeutet natürlich auch für uns auch immer eigentlich so eine gewisse Gefahr, weil wenn wir eine Leiter runterlassen, ist ja auch der Weg frei für diese Zombies. Das ist schon übel. Okay. Was mache ich mit der Bombe? Die lasse ich mal in Ruhe. Das kommen wir hier nie vor. Scheiße, ich brauche Deckung. Okay, ich bleibe jetzt mal hier, weil ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Kommen da jetzt welche oder nicht? Oder ich habe mal den Heuballen angezündet, einfach um zu gucken, ob das irgendwie was bringt, um was da anzulocken. Aber irgendwie bin ich jetzt genau an derselben Stelle wie vorher. Ich habe keine Ahnung. Scheiße, ich brauche Deckung. Ich sehe auch nichts. Nimm mal die Flasche. Sind da welche? Kann ich hier lang? Oh, wenn ich mal wenigstens einen sehen würde, wüsste, wo der ist. Ja, das ist schön, dass ich angeschossen werde. Das ist meine Deckung. Lauf mal, ich habe keine Ahnung. Ich werde den nicht anzünden. Okay. Bin ich da, wo ich vorher war? Ist hier irgendeiner? Geht hier die Falle wieder los, wenn ich hier lang gehe? Check's nicht. Da hinten ist einer. Hinter mir ist keiner. Es hört sich aber immer so an. Bin ich doof? Wo wird denn hier immer eine Tür aufgemacht? Oder haut er da immer gegen? Das kann natürlich auch sein. Irgendjemand? Also, ja. Ich bin verwirrt, wie ihr seht. Sehr verwirrt. Haha. Geh jetzt mal wieder hier raus. Ja, das... Ich wusste, dass da die Bombe ist. Ich dachte, ich schaff's noch dran vorbei. Es war ein Fehler. Wenn ich mal wüsste, wo ich lang soll. So, damit ihr nicht alles nochmal seht. Da hinten laufen ja ganz viele. Da ist einer. Ach so, das sind die von dem Typen ganz am Anfang. Okay. Und da oben ist auch einer. Ach so. Den habe ich immer nicht bemerkt. Das schießt der mich immer an? Ist das der Typ, der da oben langläuft? Das kann natürlich sein. Dass ich da die ganze Zeit denke, unten steht einer. Ich mache jetzt mal kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich. Dann weiß ich vielleicht auch, wohin. Bis gleich. So, da bin ich wieder und ich habe eine kleine Seitentür am Anfang vergessen. Also wenn wir jetzt hier draußen sind, wo einfach das Kurbelding ins Bummens ist, habe ich immer die Tür links gar nicht beachtet. Da gehen wir jetzt aber nochmal hin, bevor es weitergeht. Und ich glaube... ich glaube, ich möchte mich hier verstecken. Oh oh. Oh oh.
shit. Oh shit, da kommt sogar noch einer. Oh scheiße. Im Notfall schießen, aber da ich immer mit Gamepad spiele, ist das immer so zielungenau. Oh Gott. Bitte bemerkt mich nicht. Bitte bemerkt mich nicht. Ich bewege mich nicht. Ich bewege mich nicht. Ihr bemerkt mich auch nicht. Ich bemerke euch. Aber ihr mich nicht. Der andere geht weg. Okay, komm raus. Komm, Schnabine, Schnabine, Schnabine. Und dann lassen wir den kurz liegen und gehen sofort wieder unters Bett. Weil da ist ja noch der andere. Der kommt doch wieder, oder? Kommt der wieder? Damit wir den auch killen können? Oder bleibt er unten? Macht er eine ganz große Runde oder... Oh, ich komme raus. Ich probiere es mal. Und mach deine blöde Lampe aus. Wir kriegen wieder was von ihm. Komm, wir rufen ihn mal. Das ist nämlich hier eine ganz gute Stelle eigentlich, finde ich. Oder? Oder kriegen wir ihn auch da? Warum entschärfen die Zombies eigentlich nicht die Bomben? Warum? Komm, du hast ein Geräusch gehört. Komm wieder hoch. Oh. Oh nein. Das hat nicht viel gebracht. Nee, ich will die nicht mitnehmen. Wo ist er? Wo ist der eklige Typ? Da ist er. Wo schleicht er eigentlich lang? Okay, der kommt sehr weit rüber. Aber er kommt irgendwie nicht hoch. Wieso funktioniert die Bombe bei ihm nicht? Check ich nicht. Okay, ich versuch's mal. Ja. Woll. Den haben wir. Hat er auch was für uns? Nein. Nein, nein, nein. Und wir hören wieder diese Melodie. Aber ich guck erstmal noch, ob ich hier irgendwas... Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Oh Gott. Bomben ausweichen. Erbi schleichen. Du kannst an Bomben vorbeischleichen, ohne sie auszulösen. Ja, das habe ich mittlerweile rausbekommen. Ey. Blöd. Wollen wir es mal versuchen mit dem... Nein. Nee, oder? Wollen wir nicht. Wollen wir es? Wollen wir es? Soll ich es mal probieren, ob ich es schaffe? Wenn nicht, dann mache ich es nochmal. Oder wir gehen erstmal gucken, was da hinten eigentlich noch war. Das wäre ja sonst gemein. Wenn ich es nicht schaffe, dann wissen wir es nie. Ja, tritt ein. Sie ist weg. Können wir wieder zurück? Oder nicht? Oh, was haben wir hier? Hm. Wieder die schöne Claire de Lune-Musik und ein Kartenfragment. Okay. Cool. Also es hat sich gelohnt, auf jeden Fall hier nochmal in diese Tür reinzugehen. Da habe ich einen ganzen Bereich übersehen gehabt die ganze Zeit. Was das ist, das schauen wir uns im nächsten Part an von The Evil Within. Bis dann.